Tschernobyl. Dieser Name steht bis heute für eine der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen. Bis heute ist die Zone um den explodierten Reaktor Sperrgebiet. Ich habe mich auf den Weg dorthin gemacht, um zu berichten, wie es heute in den Geisterstädten aussieht, wie sehr der Tourismus zugenommen hat und wie nah man tatsächlich an den explodierten Reaktor herankommt. Begleitet mich bei meiner Reise an einen der berüchtigsten Orte des Planeten. Kommt mit nach Tschernobyl. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder Konstantin und wie ihr seht, bin ich nicht in meinem heimischen Studio, sondern ich stehe in der Ukraine. Ich stehe an der Grenze zur Sperrzone von Tschernobyl und wie ihr hier sehen könnt, ist das Ganze so ein bisschen zu einem Tourismus-Hotspot geworden. Zum Hotspot für Dark Tourism. Ich war hier schon mal 2016, glaube ich, also jetzt vor 5 Jahren. Und da war es nicht ansatzweise so überlaufen wie hier. In der Zwischenzeit ist auch die HBO-Serie Tschernobyl rausgekommen, die wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass jetzt sehr, sehr viele Leute sehen wollen, wie es heute hier aussieht. Und ja, zumindest eine Industrie, die hier in der Ukraine funktioniert, nach Jahren des Krieges, die Tschernobyl-Tourismusindustrie. Wir lassen gerade unsere Passports checken, unsere Reisepässe, damit wir Zugang bekommen zu dieser verbotenen Zone, die, wie ihr seht, nicht wirklich verboten ist mittlerweile. Aber ja, ich werde euch heute auf jeden Fall mitnehmen nach Tschernobyl, nach Pripyat, in die Stadt direkt am Nuklearreaktor, wo damals die größte Nuklearkatastrophe aller Zeiten passiert ist, zumindest die größte zivile. Und ich werde euch zeigen, wie das heute so aussieht. Und kommt mit mir, schaut euch das Ganze mal an. Der Ausgangspunkt für den Trip nach Tschernobyl ist Kiew. Die ukrainische Hauptstadt ist etwa 2,5 Stunden mit dem Flugzeug vom Flughafen Frankfurt entfernt. Von dort aus bieten mehrere Veranstalter mittlerweile Bustouren in die Sperrzone an. Auf dem Weg dorthin gibt es Dokus darüber, was hier vor 35 Jahren passiert ist. Es wird also zumindest ein bisschen Bildung vermittelt. Immerhin. Gleich an der ersten Station merke ich, wie stark die Situation sich in den letzten 5 Jahren verändert hat. Die Touristengruppen treten sich praktisch schon gegenseitig auf die Füße. Hier sehen wir kleine Dörfer am Rande der Sperrzone, die langsam vor sich hinmodern. Dieses Haus gehört zu den wenigen Gebäuden, die man noch betreten darf. Später werden wir noch sehen, warum das nicht mehr überall der Fall ist. Die gesamte Sperrzone um den Reaktor von Tschernobyl ist riesig. 2600 Quadratkilometer. Wenn ihr einen Vergleich braucht, hier ist eine Fläche gesperrt, die in etwa so groß ist wie das ganze Saarland. Ob es auch ästhetische Ähnlichkeiten zwischen der Sperrzone und dem Saarland gibt, das überlasse ich jetzt jedem Zuschauer selbst. Hier sehen wir eines der beliebtesten Gebäude auf dem Gelände, der ehemalige Kindergarten. Und was für eine wunderschöne Überleitung, hier sehen wir, dass einige Besucher eine, sagen wir mal, gesunde Distanz zu den Ereignissen von 1986 haben. Zumindest wenn man das nach den Klamotten beurteilen möchte. Ansonsten sieht das Gebäude aus, wie man es nach 35 Jahren Leerstand in der Wildnis erwarten würde. Möbel gibt es kaum noch. Unser Tourguide hat uns erzählt, dass es kurz nach der Evakuierung zu Plünderungen und Diebstahl kam und dass die meisten Gebäude darum ziemlich leer stehen. Hier ist jetzt eine meiner Lieblingsstellen des ganzen Trips. Der ehemalige Schlafsaal, wo noch zufällig alle Betten stehen und vor sich hinrosten. Und hier liegen noch ganz zufällig 2 super creepy Puppen. Und zwar genau so, dass man auf Fotos den ganzen unheimlichen Raum im Hintergrund sehen kann. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber wer glaubt, dass diese Puppen wirklich seit der Evakuierung vor 35 Jahren genauso hier herumliegen, der glaubt auch, dass ich die Miss Universe-Wahlen gewonnen habe. Hier sieht man übrigens eines der Hauptprobleme, die es mittlerweile bei Tschernobyl-Touren gibt. Ich bin den übrigen Touristen ins Bild reingelaufen, weil es natürlich cooler aussieht, wenn man einen völlig leeren, ausgestorbenen Raum im Hintergrund sieht und nicht einen Raum, der von Touristen überlaufen ist. Das macht sich auf Instagram-Fotos nicht ganz so cool und abenteuerlich. Wir fahren weiter, vorbei an einem noch unfertigen Nuklearreaktor, der nie zu Ende gebaut worden ist. Aus Gründen, die ihr euch wahrscheinlich denken könnt.
Und hier sehen wir das Zentrum des Grauens. Tschernobyl, Reaktorblock Nummer 4. Wir sind jetzt so nah dran am Reaktor, der damals explodiert ist, wie man, glaube ich, als zumindest in dieser Tour rankommen kann. Man sieht im Hintergrund diesen Stahlsarkophag, der seit ein paar Jahren hier drauf gepflanzt wurde, weil der alte nicht mehr lange gehalten hat. Das hier ist so das Ground Zero, wo es passiert ist. Und wie man hier wieder im Hintergrund sieht, hinter mir, es ist auch Ground Zero für Touristen. Also wieder als ich hier war vor ein paar Jahren, da war dieser Stahlsarkophag, der stand noch woanders. Ich drehe mich mal kurz hierher, darf man glaube ich eigentlich nicht filmen, aber ist ja jetzt nichts mehr. Der stand da noch da, wurde gerade noch gebaut und wurde dann, glaube ich, kurz nachdem ich da war, rübergeschoben. Auf jeden Fall eine beeindruckende Installation hier hinter mir. Es ist auf jeden Fall interessant zu erwähnen, dass die Strahlung mittlerweile ziemlich gering ist. Zumindest ziemlich gering, wenn man an Tschernobyl und die Reaktorkatastrophe denkt. Wir sind hier gerade an der Stelle mit der höchsten Radioaktivität, die wir wahrscheinlich auf der Tour finden werden, so in der Nähe des sogenannten Roten Waldes. Und mein absoluter Favorite-Moment bisher war der Typ im Pikachu-Kostüm, der hier mit dem Geigerzähler steht und misst, wie viel Strahlung noch da ist. Wahnsinn! Die Strahlenbelastung, die schwankt von Ort zu Ort in der Sperrzone. Aber man kann sich's merken, bei einer langen Flugreise oder einer Computertomographie, da ist man meist einer höheren Strahlenbelastung ausgesetzt. Nach dem Besuch am Reaktor selbst kommen wir auf das Gelände der Geisterstadt Pripyat. Das war jetzt wirklich die Stadt, die am stärksten von der Katastrophe betroffen war. Sie ist nur ein paar Kilometer vom explodierten Reaktor entfernt und Pripyat gehörte zu den ersten Orten, die evakuiert wurden. Das Ironische, die Stadt selbst, also Pripyat, war brandneu gebaut worden. Pripyat sollte eine Modellstadt in der Sowjetunion sein. Sie wurde 1970 völlig neu errichtet, von Grund auf neu, und zwar hauptsächlich für die Techniker des nahegelegenen Atomkraftwerks und natürlich auch für ihre Familien. Die Menschen, die hier lebten, die hatten es für die damalige Zeit in der Sowjetunion ziemlich gut. Es gab Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten, Kinos, Kulturzentren, Schwimmbäder und so weiter. Fast 50.000 Menschen lebten hier, als 1986 dann der Reaktor explodierte. Und gerade einmal 16 Jahre hat diese Stadt dann letztendlich existiert, bevor sie dann wieder komplett geräumt wurde. Interessant ist noch zu sehen, von den 50.000 Menschen waren 15.000 Kinder und der Altersdurchschnitt der Bewohner von Pripyat, der lag bei gerade einmal 26 Jahren. Nach dem Reaktorunglück ließ man die Menschen noch ganze 36 Stunden in der Stadt. Dann sagte man ihnen, sie sollten sich auf eine dreitägige Abwesenheit vorbereiten und in nur 2,5 Stunden wurden die knapp 50.000 Einwohner abtransportiert. Und sie waren damit wahrscheinlich die ersten Nuklearflüchtlinge Europas. Viele von ihnen litten noch Jahre danach unter den Spätfolgen der radioaktiven Belastung und zurück nach Pripyat ist keiner je wieder gekommen. Am Ende durfte ich sogar kurz meine Drohne aufsteigen lassen und hier seht ihr vielleicht das beliebteste Fotomotiv in ganz Pripyat, das alte Riesenrad. Wir sind fast am Ende unserer Reise durch die Sperrzone von Tschernobyl angekommen. Beeindruckend war es auf jeden Fall. Es gibt momentan wohl sogar Bemühungen, die Ruinen von Pripyat und die ganze Sperrzone als Weltkulturerbe zu schützen. Praktisch als Mahnmal für die Gefahren der Atomkraft und dementsprechend auch als Mahnmal für die Gefahren der Technologie allgemein. Was das für die jetzt schon boomende Tschernobyl-Tourismusindustrie bedeuten wird, das kann man sich allerdings auch denken. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit und damit auch kurz vor unserer Heimreise stoppen wir noch bei der vielleicht beeindruckendsten Konstruktion in der Sperrzone. Das Duga-Radarsystem. 150 Meter hoch, einen halben Kilometer lang. Dieses Überhorizontradar konnte angreifende Atomraketen in tausenden Kilometern Entfernung orten und war übrigens mehr als doppelt so teuer wie das gesamte Atomkraftwerk nebenan. Dumm nur, dass dieses Überhorizontradar auch direkt neben diesem Atomkraftwerk stand und damit 1986 auch nach relativ kurzer Nutzungszeit auch wieder aufgegeben werden musste.
Wir sind jetzt am Ende meines Tschernobyl-Trips. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Leni neben mir sieht jetzt nicht so begeistert aus, aber man kann es nicht allen recht machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.